Aber cooles Projektgewehr. Cooles Projektgewehr, auf jeden Fall. So. Und damit geht's dann gleich weiter, ne? Jetzt schicken wir die erstmal zum Pinselkrieg, ne? Mhm. Ja, Mann. Der soll uns jetzt was Schönes malen. Ach, als hätte ich es mir nicht gedacht. Hallo Hannes. Moin. Na? Lange nicht gesehen. Im Video war es nur ein Schnipsel. In Realität waren das jetzt 3-4 Wochen. Ja, locker. Ja, wie ihr seht, ne? Pinselkrieg hat hier wieder ganze Arbeit geleistet. Ach, scheiße. Wahrscheinlich werden das schon einige gesehen haben, ne? Auf Instagram und Co. Oder im Stream, habe ich es auch mal gezeigt. Irgendwie läuft dieses Community-Projekt ganz anders, ne? Vorher haben wir immer so totale Verschwiegenheit, weißt du? Und hier, scheiß drauf, kann jeder sehen. Also das ist jetzt die Grau, zumindest optisch schon mal fertig. Ne? Was soll man dazu noch groß sagen? Ja. Das ist absolut fett. Hier haben wir das ACS. Ne? Hier ist nochmal Tune bei ACS, genauso wie wir es sonst immer einlasern. Hier ist nochmal ein Logo von uns. Hier unten ist nochmal Pinselkrieg. Und natürlich ACS Nummer 5. Strichcode, jawohl, ja. Strichcode ist hier vorne, genau. Aber die Frage ist auch, ist das der richtige Strichcode? Das ist der richtige Strichcode. Habe ich den fertig gemacht? Klar. Das ist bei jedem Gewehr ein anderer. Ja? Dann ist es nicht der richtige. Oh, wenn das jemand einscannt, dann steht da jetzt wahrscheinlich ACS 002 oder so. Die sind ja scannbar? Mhm. Was? Mhm. Was siehst du denn da? Gelangst du dann auf eine Internetseite oder was? Nein, das, was da immer stand von wegen A.C.S. Hashtag 0002, ja. Das war quasi in Barcode-Sprache. Wenn du es im Handy ausgelesen hast, dann wurde quasi der Barcode dekodiert auf genau das. Das wusste ich doch nicht. Ja, gut. Warte. Oder auch nicht. Aber dann können wir ja sagen, alles klar, das ist Nummer 5. Wenn es eh nicht scannbar ist. Alles klar, das ist die Nummer 5. Das ist die Nummer 5. Das ist der richtige Barcode. Genau, es ist halt nicht scannbar, weil Pinsel da Scheiße gebaut hat. Darauf einigen wir uns. Wow. Auf jeden Fall gibt es diese Variante, den Alabaster-Skin, so bei Call of Duty. Natürlich mit einem etwas anderen Handguard, ist klar, aber die hat auch dann serienmäßig diesen Vordergriff dran. Das ist jetzt zwar eine Lampe, aber das ist quasi eine Attrappe, die soll so aussehen wie der Laser von COD. Bloß bei COD ist eigentlich noch ein Schalldämpfer dabei, der ist hier nicht dran. Aber dafür hat Pinsel uns hier den Flash-Eider so unglaublich geil mit einer Airbrush-Pistole hier angesprüht. Guck mal, siehst du das? Mhm. Die Details. Ein schöner Gradient. Geil, ne? Ich find's cool. Das ist schon richtig, richtig fett. Das mache ich jetzt nicht ab, das kann dann der Eigentümer machen, weil ich Angst habe, dann ganz viele Kratzer reinzumachen. So, aber das ist halt die hohle Gans, ne? So bringt ihm das gar nichts, dem neuen Besitzer, der übrigens auch schon ausgelost ist, weil wir haben jetzt Mitte Februar und das ist das Januar-Projekt. Also wie gesagt, diesmal ist alles ein bisschen durcheinander. Ja. Alles zeitlich etwas verschoben, guck mal. Hast du die schon gesehen überhaupt? Nein, noch nicht. Ne, ne? Bauschaum. Wie das Zeug hier überall rauskommt, ne? Fand ich irgendwie so cool. So, Freunde, auch hier wieder hat natürlich nicht nur das Gewehr und auch die ganzen Tuning-Teile, die ich euch gleich noch zeigen werde, sondern auch, weil es hier sich um dieses, um diesen Alabaster-Skin handelt. Und der Alabaster-Skin hat natürlich diesen Vordergriff, diesen Laser und dieses Dot oben drauf. Zumindest habe ich das oben drauf gemacht im Spiel. Auch das ist wieder bei Vegardi verfügbar. Also da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das ist natürlich eine Attrappe, ne, eine Lampenattrappe, nicht funktionsfähig und auch nicht mehr funktionsfähig zu machen. Könnt ihr aber tatsächlich genauso bei Vegardi kaufen. Und das Dot auch. Und ich finde, was hier natürlich richtig geil ist, das ist komplett stufenlos einstellbar. Die Intensität vom Rotpunkt. Ist auf jeden Fall ein geiles Gerät, das Ganze. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier irgendwie Schramm reinmachen müssen wahrscheinlich. Weil ihr kennt mich, wenn ich irgendwas zerlege. Ne? Achso, hier ist übrigens nur das High Cap so lackiert worden. Ne? Für Bilder und so weiter. Genau, weil wir sicher sind, dass wenn der Gewinner damit auch mal aufs Feld geht und das tatsächlich auch mal ausführt und spielt, dann wird er sich exakt diese Midcaps noch nachkaufen. Und mit einem Magazin spielen macht wenig Sinn. Eben. Und die werden, kann er dann natürlich nicht lackieren. Deshalb das Highcap zum Rumstehen und cool aussehen und die Midcaps zum, zum Spielen. Benutzen. Und ich finde, die Optik geht so auch immer noch locker klar. Ja, ne? Gut, dann geht es jetzt wieder ans Zerlegen hier. Und dann bauen wir diese Tuning-Teile hier rein. Weil, wie ich ja schon im Review-Part gesagt habe, wenn man den Schaft hier so anklappt, dann guckt hier hinten ein Stück von der Gearbox raus. Und da fand ich so schade, dass hier so eine
alte, rotterige V3-Gearbox drin ist, ohne Federschnellwechsel und allem drum und dran, obwohl sich das so gut anbietet. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir bauen da jetzt Retro-Armshells rein mit Federschnellwechselsystem, Top-Qualität. Die ICS-Gears bleiben drin, Gate Titan kommt rein. Pinselkrieg, Paintjob, Gate Titan, Retro-Armshells. Ja, das ist das schon. Sind jetzt die fetten Geschütze. Das ist schon Premium hier. Das Bugatti Sport-Kit, das Upgrade-Kit, ein komplett geschlossener Zylinder und ein Tiny. Ein 40k Motor, einfach weil wir den auch mal ein bisschen testen wollten und ich denke, das wird ganz geil funktionieren hier. Ja, ich bin gespannt, ne? Wie gesagt, das ist ein mittellanger Motor, bei den mittleren Motoren hat man eh nicht so viel Auswahl. Aber auch das kriegen wir jetzt gebacken mit dem 40k. Und ansonsten haben wir hier jetzt mal ein 70 Grad Monster von Maple Leaf bestellt. Und irgendwo habe ich ja auch noch den Tensioner rumliegen, den Maple Leaf Omega Tensioner liegt ja auch noch irgendwo. Und das kommt natürlich alles in die originale Hop-Up-Unit, weil da natürlich eine CNC-Unit zu finden oder sowas wird schwierig. Und wir haben ja auch im Review schon gesehen, dass die eigentlich einigermaßen gut verarbeitet ist. Deswegen bleibt auch unter anderem der originale ICS-Lauf drin. Die Leute, die uns verfolgen, wissen, dass wir die sowieso öfter mal benutzen und davon relativ begeistert sind und deswegen bleibt er sowieso drin. Wir lassen das Ding, glaube ich, hier so liegen und bauen erstmal die Gearbox an sich auf. Die ganzen Internals, die sind hier noch draußen. Ja, die liegen hier in einer roten Kiste. Die sind vom Review noch draußen, ne? Ja. Das wird jetzt eh alles neu eingeschimmt und dann bauen wir den ganzen Rotz wieder zusammen. Was machst du jetzt? Du packst jetzt das, die Shells aus, du tust da die Gears rein, du tust da die Lage rein, du tust die Gears shimmen. Ich tu die shimmen. Ja, das ist ja alles jetzt nichts Spezielles. Weißt du was, wir machen einfach mal wieder so einen geilen Retro-Arms, ja, pack da alles rein, Porn dazwischen. Oh, das ist eine gute Idee. Das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Stopp, jetzt muss ich erstmal kurz was zeigen. Guck mal hier. Wir haben nämlich jetzt das Problem, ich habe jetzt hier die originale Gearbox-Shell. Das hier ist unser Fire Selector. Der hat halt, glaube ich, mechanisch blockiert. So ist safe, semi und so einmal so rum irgendwie wäre theoretisch Full Auto. Oder ist es andersrum? Nee, macht keinen Sinn. So ist es, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Problem, dass hier keine normale Selector Plate drin ist. Und wir brauchen ja aber die Selector Plate für das Gate Titan. So. Ein Fehler. Für Safe- und Semi-Position. Ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier irgendwie montieren. Ich habe hier jetzt noch eine Selector Plate gefunden. Die passt hier natürlich dann irgendwie drauf und so. Das geht ja alles, aber das müssen wir jetzt irgendwie dann mit dem ganzen Zahnradgedöns hier verbinden. Und dafür müssen wir überhaupt erstmal dieses silberne Teil hier, das ist nämlich die Führung für dieses Zahnrad, ne? Das liegt hier so drin. So, das müssen wir jetzt erstmal in die Retro-Arm-Shell bauen. Das gehört dann hier eigentlich so drauf. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein Loch bohren. Irgendwie warst du mit dem Zylinderhead nicht ganz so... Das dürfte ihr im Porn ja schon gesehen haben, ne? Der Top-Max-Zylinderhead. Und für ein AOE musste ich hier noch fräsen. Die letzten Zähne. Tja. Wäre auch doof, ne? Wir können ja beim Gate einfach... einen AUG-Trigger programmieren. Verstehst du? So. Weil eine AUG hat ja auch nur eine mechanische Sicherung oder Schießen. Und genauso ist es hier auch. Wir haben hier nämlich diesen kleinen Hebelchen hier, ne? So wie es halt. Diesen kleinen Hebelchen. Diesen kleinen Hebelchen hier. So wie es halt bekannt ist von V3 Gearbox Shells, ne? So. Mechanische Sicherung. Und fertig. So, das heißt, wir programmieren einfach einen AUG.
auch dann ein und dann geht das. Du hast den Two-Stage-Trigger, den müssen wir natürlich ausprogrammieren. Perfekt! Und ich habe hier einen Affen gemacht, ey. Jetzt habe ich bloß gerade festgestellt, als ich das alles getestet habe, dass diese Verzahnung hier vom Fire Selector für den beidseitigen und so, dass diese ganze Verzahnung hier in den Retro-Armshells ein bisschen schwergängig läuft. Hier habe ich das Loch schon gebohrt. So. Jetzt passt das Ding hier rein. Das sitzt dann auf jeden Fall. So, und der hat dann hier halt seinen Anschlag und hier. Das passt auf jeden Fall alles. Dann können wir jetzt den Rest zusammenbauen. Hier werde ich dann ein bisschen was hier unten von diesem Loch, das werde ich ein bisschen auffeilen. Oder mal ganz kurz mit dem Dremel rein. Weil dann sitzt die Verzahnung hier, weil das geht hier so durch. Das sitzt dann halt da drin. So läuft das alles schön butterweich, ne? Und sobald es aber in den Gearbox-Shell sitzt, dann drückt sich das so zusammen, so gegeneinander, dass es dann halt ganz schwer läuft. Der Onkel Julian hat wieder was Tolles gebaut. Ja, noch nicht, aber bald. Vielleicht. So, jetzt müssen wir erstmal noch den Trigger einstellen. Das muss ich erstmal sauber machen hier. Das muss nämlich fettfrei sein, weil da gibt es nämlich von Gate immer so kleine dünne Aufkleber sind das. So kleine Plastikscheiben oder so, die kann man da reinkleben. Und in verschiedenen Dicken wird das mitgeliefert. Und dann kann man da damit sich quasi den Trigger einstellen, wie sozusagen der Abzug da drin läuft. Das steckt ja hier so drin, ne? Abzug und dann hier dieser Hebel und der wackelt ja so ein bisschen hin und her, ne? Dann gibt es so kleine Aufkleber, die man da reinstecken kann, wo wir hier, glaube ich, einen ziemlich dünnen brauchen. Aber 0,15 können schon passen. Ja, hier. Da filigrane Scheiße. So, gucke. Jetzt wackelt da gar nichts mehr. Das müssen wir jetzt mal in der Gearbox testen. So muss der nämlich hier rein. Ah ja, ich merk's schon. Das ist ein bisschen zu eng noch. Tü-tü-tü, dass ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. Ich bin auch so doof, ne? Hätte ich auch direkt drauf kommen müssen. Hier sitzt dann der Hebel vor. Dann ist eh gesichert. Und dann ist der Hebel weg und dann kann ich schießen. Naja, so ist es nun mal. Jetzt muss ich nur noch auf den Trigger, beziehungsweise nicht auf den Trigger an sich, sondern auf dieses silberne Teil, so einen Sticker kleben. Ja, wusste ich doch. So langsam merke ich mir das sogar. Auch im Stream immer, ne? Bei der V2. Selector Plate. Wo muss der schwarze Balken nochmal hin? Sagt man nochmal. So oder so? Das ist immer das Gleiche. Alter, du klebst ja gut. Wie? Ja, nicht. Ich glaube, die wissen schon, warum wir 6 Stück mitliefern hier. Dafür haben wir unsere Profis mit dabei, ne? Ich kann es euch nur raten. Kommt mit vorbei. Twitch, komm in die Gruppe. Okay, so. Der Held war anscheinend doch noch ein bisschen fett dran. So, so und so. Dann jetzt zusammenbauen, wa? Kannst du mal den Kameramann entlasten und die zusammenschnipsen? Zusammenschnipsen? Ja, doch, ich versuch's, warte. Das ist so richtig dumm, was wir gerade machen. Hast du die Position gemerkt? Weiß ich nicht. Hast du dir die Position gemerkt? Weiß ich nicht. Also nein. Ja, Kameramann hatte wieder ein bisschen wenig Schlaf anscheinend, ne? Um zu gucken, wie ich jetzt hier die Kabel führen muss, weil Akku ist ja vorne im Handguard und die müssen ja hinten raus, aber wenn ich die jetzt einfach hier so lang lege, so, weil die gehen hier vorne laut Griff, da ist ein großes Loch, da gehen die hier vorne raus, dann sind die natürlich viel zu lang. Siehst du ja hier. So, bis dahin würde reichen. Also ich denke mal, ich werde dann hier einfach vorne rumgehen, einmal hinten rum und dann hier irgendwie runter. Oder einmal oben drüber lang oder so. Auf jeden Fall wollte ich es dafür jetzt erstmal hier reinstecken. Aber da ist mir wieder eingefallen, Mensch, hier ist ja letztes Mal so ein Ding abgebrochen. Da müssen wir jetzt erstmal das Loch aufbauen, weil das ist vom Gehäuse abgerissen. Und bevor wir das retournieren oder sowas, machen wir es lieber selber gleich besser, weil sonst wird das immer wieder abreißen, bin ich mir ganz sicher. Deswegen bohren wir das jetzt durch. Wir haben ja schön eine Vorbohrung hier. Dann können wir einfach durchbohren und dann kommt da einfach eine schöne Imbusschraube rein mit einer Mutter dahinter. Dann steht hier halt eine Imbusschraube raus. Aber ist ja scheißegal, oder? Dann müssen wir ein 4mm Loch bohren, damit da die M4-Schraube durchpasst. Und ja, ich mach's schon wieder ohne meine Ständerbohrmaschine. oh Gott, wird mir so wehtun. Ich mach wahrscheinlich 1000 Kratzer hier rein. Oh, das ging ja besser als gedacht. Habe ich hier noch irgendwo so einen Entgrater gehabt, oder nicht? Guck mal, hier. Ist ja wie bei den Profis jetzt hier. Komisches Gefühl, Hannes, ne? Hier so bei so einem Profi zu sitzen, meine ich, weißt du? Muss doch ein komisches Gefühl sein für dich, oder nicht? Zack. Ja, sehr schön. Schön. Was ist denn los? Hm? Was ist denn los?
ist denn los sein? Ja, das frage ich dich, Mann. Hä? Hä? Das Gute ist ja, dass hier wirklich 500 Meter Platz ist. Ja. Boing, boing. Kabel oder was? Ah, warte mal, wo hatten wir das denn? Wir hatten hier noch eine super Kabelführung, ne? Die war hier so draufgeschraubt, ne? Oh, so langsam kommt die Erinnerung wieder. Ach, guck mal, hier haben wir auch eine Kabelführung dran. Alter. Das ist immer wieder der gleiche Scheiß. Das geht ja dann so quasi. Das Kabel und das Kabel langlegen. Und dann geht das da unten in den Griff. Und dann haben wir hier trotzdem noch 5 Meter Kabel. Verdammt. Wir müssen irgendwo eine Schlaufe legen. Wenn wahrscheinlich alle in den Kommentaren schreiben, was machst du denn da, Idiot? Kürz sie doch einfach. Ja, Schlaufe legen bei stromführenden Bauteilen ist immer witzig. Ach, das ist doch egal. Hannes, das ist doof. Ich lass dich da noch mal ein bisschen was. Ja, lass mich noch mal ein bisschen fummeln, ja. Hm. Also nimmst schon auf, oder? Ich nehm schon auf. Ja? Bevor ich euch jetzt zeige, wie ich reingefailt habe, ne, trinke ich erstmal was. Ich stelle die Tasse immer so hin. Gut, ich trinke da jetzt zwar keinen Kaffee draus, aber... Gibt's auch in unserem Online-Shop. Nur mal so nebenbei. Daraus schmeckt die Apfelschorle auch gleich viel besser. Ja, ich bin gerade ein bisschen ausgeflippt, weil ich wieder so doof war, ne? So richtig doof. Ich muss dir erstmal zeigen, was du gerade fabriziert hast. Das zeige ich gleich. Hier sieht man ja die Aussparung für den Fire Selector und die Aufnahme für den Fire Selector. Und das muss natürlich schön mittig sitzen. Also die Aufnahme in dem Loch. So, das heißt, wenn ich die Gearbox jetzt hier so reinpacke, dann sitzt das alles ganz schön und toll. Wenn ich das aber dann so nach vorne drücke, damit es mittig sitzt, dann geht es hier vorne hoch. So, und ich dachte mir, gut, dann ist die Mutter, die wir da drauf gebaut haben, oder die ich da drauf gebaut habe, vielleicht doch ein bisschen zu dick. Und er drückt dann halt doch die Gearbox hoch. Deswegen habe ich die so ein bisschen abgeschliffen, damit das halt nicht mehr passiert. Aua. Das sichere ich gleich noch mit Sekundenkleber, dass sie sich ja nicht löst. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das gar nicht daran liegt, sondern an dem Ding hier, an dieser Stelle. Die drückt nämlich hier gegen. Da. Toll, ne? Und die Rundung sorgt dann dafür, dass die Gearbox da hochgedrückt wird. Das ist sowas Bescheuertes. Und das ist nur, weil hier zum Beispiel ist das einfach eckig. Ja. Ja. Und hier ist es halt rund. An der Retro-Arms. So, das heißt, ich setze mich jetzt nochmal an den Dremel. Ihr seht ja hier so einen kleinen Steg, ne? So einen kleinen Überstand. Und das fräse ich jetzt mal schnell weg. Und dann müsste das eigentlich hoffentlich passen. Hau rein! Hm. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich hab keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Und ich muss sagen, bei dem Projekt ist mir das auch mittlerweile piepegal. Ja. Ich glaube dir auch. Ja, obwohl es wirklich trotzdem noch ein sehr schönes... Ach, es ist trotzdem noch ein sehr schönes Gewehr. Ja, aber sie läuft jetzt. Ne? Also... den Umständen entsprechend. Ja, weil also das Ding ist, weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber das sind ja nur so 50 Schuss Midcaps und irgendwie sind die halt kacke. Und mit einem Highcap will halt auch nicht unbedingt jeder spielen. Also mit einem Highcap läuft sie einwandfrei, so wie man es auch bei anderen Midcaps, die so 100, 150 Schuss haben, dass wenn man die bis zur Oberkante auffüllt, dass die Gewehre dann halt nicht so ganz so geil laufen. Und sobald die dann ein paar BBs rausgeschossen hast, dann funktioniert es. Genauso haben wir es hier auch, bloß hier fällt es halt noch mehr ins Gewicht. Hier hast du dann effektiv halt nur 30 bis 40 Schuss, die wirklich richtig gut laufen. Ist halt doof. Also, lieber Gewinner, kauf dir noch ein paar davon. Gut, egal. Auf jeden Fall läuft sie jetzt so, wenn die Schüsse vernünftig rauskommen, läuft sie auch konstant auf 1,6 Joule. Alles wunderbar. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal das Original Gearset rausgenommen. Da liegt's. Es ist jetzt im Endeffekt auch ein anderes Hop-Up-Gummi drin. Ist aber ein Maple Leaf geblieben. Gate Titan nochmal ein bisschen eingestellt und so weiter. Und jetzt läuft sie eigentlich ganz gut. Kann man so stehen lassen. Weil mit den Gears hat es dann doch schon ganz schön angefangen zu kreischen. Das war mir dann zu viel. Und da habe ich festgestellt, dass das tatsächlich wieder die Kombination vom Beefy Gear zum Spurgear war in der Retro-Arm-Shell, wo es dann halt nicht so ganz gepasst hat. Das ist halt Retro-Arms anscheinend ein bisschen schwierig, was das angeht. Jetzt sind ein komplettes Crytek-Gearset ist jetzt hier drin mit dem selbststimmenden Spurgear. Ja, das läuft dementsprechend in Ordnung. Geht auch leiser, ne? Gar keine Frage. Aber das liegt dann tatsächlich jetzt wiederum an Motorhalter. Wir hatten ja schon mal das Problem, das ist echt doof, wenn ich nicht weiß, was davor so alles lief. Auf jeden Fall mussten wir den Motorhalter bzw. den Griffhalter
dieses Adapterstück, da muss ich jetzt zwei neue Löcher reinbohren und neue Gewinde reinschneiden, damit der Griff vernünftig sitzt, der Motor vernünftig sitzt und damit das überhaupt jetzt so läuft, wie es jetzt gerade läuft. Dann musste ich sogar hier unten noch ein Stück Schaumstoff da dran kleben, damit die Gearbox ein bisschen nach oben gedrückt wird, damit das Alignment auf jeden Fall passt und die Gearbox sich nicht nach unten oder oben bewegen kann. Also, das war nochmal ganz, ganz viel Gefummel. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 13 Uhr oder so sitze ich jetzt hier dran. Wir haben es jetzt 6:30. Schon wieder so lange. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden jetzt hier drin stecken. So ist das jetzt in Ordnung. Es hat auch ein paar Kammspuren gegeben, ne? So wie da. Aber das funktioniert jetzt auch wieder alles hier einwandfrei. So, ne? Ja, einwandfrei. Ist natürlich immer noch weit entfernt von einer richtig sauber laufenden High-End M4, aber dafür, dass es ein Schrotthaufen war, läuft schon echt sauber. Ja, das ist halt was ganz Spezielles, ne? Hier hinten kannst du jetzt schön Feder wechseln. Dann jetzt Porn oder was? Achso, jetzt geht's zur Verlosung. Lustige Geschichten vom Filmen. Ich wollte gerade einen Shot machen, wo ich dann mal hinten das Federschnellwechselsystem zeige. Was mache ich also? Ich drücke diesen Knopf hier rein, um den Schaft aufzuklappen, und ich drücke nur ganz leicht, da macht's Knack. Und diese Hülse hier bricht auf. Ich könnte kotzen. Och Mann, was ist denn das für ein Kackgewehr? Jetzt mal ernsthaft, da fehlt, das ist ja, das passt ja überall nicht hier von der... Oh. Also, egal. Kriegen wir schon irgendwie heile. Tja Leute, da sitzen wir wieder. Theoretisch alles fertig, aber hier bricht ein Teil nach dem anderen ab. Nachdem das hier abgebrochen ist, ich habe schon versucht es zu kleben, es hat zweimal gehalten. Dann einmal normal angelegt und das Ding ist wieder ausgebrochen. Man könnte jetzt hier noch einen neuen Schaft besorgen, aber ganz ehrlich, die Qualität passt da einfach nicht. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Teil, was an der genau, Woche kaputt bricht, weshalb sich das ganze Projekt so verzögert hat. Erst bricht das hier ab, ja, hier, bricht in zwei, wie war das denn, so. Dann bricht der Onkel hier ab, dann habe ich das geklebt und als es noch gehalten hat, habe ich einmal durchgeladen. Dann ist der Ladehebel weggebrochen und kurze Zeit darauf bricht das Ding hier wieder weg. Ich hab da keinen Bock drauf, das ist scheiße. Und deswegen, also wir haben jetzt beschlossen, dass dieses Gewehr als optische Aufwertung von der ACS-Zentrale hier als Deko aufs Regal kommt, komplett leer geräumt und dass wir dieses Projekt einfach als gescheitert ansehen. Ne? Wir müssen es uns so eingestehen. Ich meine, du hast schon echt viel versucht und überlegt mit 3D-Druck und so weiter, aber das hat, würde ja dann auch alles nicht richtig funktionieren von den Kräften und so weiter. Es ist einfach ein Teil, was wir, ihr seht es ja selbst, wenn wir jetzt diese Fehler vielleicht, also beziehungsweise wir, wenn Julian das jetzt irgendwie schaffen würde, diese Fehler zu beheben, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass dem Typen auf dem Spielfeld wieder irgendwas anderes wegbricht und dann wieder irgendwas anderes wegbricht. Das ist doch total beschissen. Stell dir mal vor, wir liefern das jetzt aus und dann, weiß ich nicht, dann will er das Gewehr nur anlegen und der Schaft bricht weg oder so. Das ist doch scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf und deswegen lassen wir das jetzt, so schade wie es auch ist. Das ist ein Fail. Ja, das ist halt ein Fail, genau. Und aber keine Sorge, der Gewinner bekommt was anderes. Wir haben schon was vorbereitet. Da sind schon Teile, Gewehrteile, alles da. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt einen Porn von diesem Gewehr, weil es ja trotzdem sehr schön ist. Ja, ist schade drum, aber es hilft alles nichts. Ne? So, ab in den Porn. Thank you.
Vorsicht, wenn das einmal so umkippt, da kann einiges wegbrechen.